Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem etwas anderen Video. Ich habe heute nämlich kein so ein Daily Vlog für euch, sondern ein Frage-Antworten-Video. Wir haben jetzt den 3. Advent, Sonntag, 17. Dezember. Es ist schon dunkel, naja, kein Wunder, ist den ganzen Tag eigentlich fast immer nur dunkel. Aber wir haben jetzt schon gleich 6 Uhr abends. Und ich habe euch heute gar nicht mitgenommen. Ich habe tatsächlich heute mir einen Ruhetag gegönnt. Ich habe auch gar nichts gemacht heute den ganzen Tag. Außer mit Easy ein bisschen was auszusuchen, auszugucken. Betrifft eine Kooperation und so. Und ansonsten lange geschlafen, mit meinem Mann gekuschelt, mit den Kindern geknuddelt, Tee getrunken und dann wieder auf dem Sofa hier irgendwas geguckt und so weiter und so fort. Also wirklich komplett wie gestern auch. Gestern waren wir nur im Konzert und dann auf dem Weihnachtsmarkt und ansonsten den ganzen Tag auch nur Ruhe. Also das ganze Wochenende habe ich mir jetzt einfach nur Ruhe gegönnt. Genau. Muss auch mal sein, denke ich. Jetzt kommt eine Woche, in der sehr, sehr viel zu tun ist. Ich habe auch Termine, zusätzliche Termine jetzt wegen dem Arm und so weiter. Deswegen dachte ich, ich tanke einfach mal ein bisschen Kraft und lege morgen dann los. Und jetzt habe ich aus den Kalendern die Päckchen geholt und mache es zusammen mit euch auf, wie es Tradition ist, so ne, in der Vorweihnachtszeit, im Advent. Und jetzt gucken wir, was drin ist. Das ist... Momentchen. Jo. Augen aufsetzen. Das ist... Irgendwas... Matt Masky Glam Care Highlighting Color Pink. Okay, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Ich muss gleich wieder meine Tochter fragen, was ich denn da gerade gekriegt habe. Auf jeden Fall ist das irgendein... Ui, habe ich jetzt ein bisschen ausgedrückt. Guckt mal, da ist irgendeine Farbe. Ich nehme mal an, man klatscht es sich ins Gesicht. Was genau das jetzt ist, kann ich gar nicht beantworten. Ich mache das mal weg, bevor das hier mir alles verschmiert. Easy darf mich gleich aufklären, was ich genau da bekommen habe. Ihr merkt, ne, wie gut ich mich mit Schminke und so weiter verstehe. Eigentlich fast null. Und im Just Spices Kalender gab es Hähnchengewürz. Das kenne ich schon sehr gut, ist super lecker. Genau. Und jetzt habe ich hier einige Fragen von euch. Einige Fragen kommen tatsächlich von der gleichen Person. Oh, da sind aber ganz schön viele Fragen. Und ich mache das jetzt einfach mal der Reihe nach. Was ich beantworten kann, beantworte ich dann auch, ne? Die erste Frage. Die meisten Fragen kommen tatsächlich von einer Emilia Klein. Und die süße Emilia ist ziemlich neugierig, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die Fragen sind alle auch voll okay. Die erste Frage ist, was nervt dich an YouTube am meisten? Da habe ich aber nachfragen müssen, ne, wie meinst du das? An direkt YouTube oder an meiner Tätigkeit? Also hat sie mich aufgeklärt, was sie gerne wissen möchte. Ich meine an deiner Tätigkeit. Sieht das Kommentare, das Video schneiden und so weiter und so fort. Was nervt mich denn jetzt daran? Es ist tatsächlich manchmal das Video schneiden, wenn ich ein bisschen mehr aufgenommen habe. Und das ist in letzter Zeit ziemlich oft der Fall, dass ich, keine Ahnung, 3 Stunden oder so Rohmaterial habe und dann sitze ich hier auch 2,5, 3 Stunden und schneide den ganzen Kram. Dann vieles in Schnelldurchlauf, dann vertonen, ne, besprechen, was ich da jetzt, ne, erklären, was ich da gerade mache, was ihr da zu sehen gerade bekommt. Musik aussuchen und so weiter. Das geht sogar eigentlich. Was mich manchmal nervt, ist diese Zeit beim Hochladen. Eine Zeit lang ging es gut, aber das ist nicht YouTube selber, sondern ich denke, das liegt gerade am Wetter und an der Leitung. Vielleicht ist einer drauf gelatscht oder sonst irgendwas, ne? Dass das dann so lange dauert. Und dann
Teilweise auch die Kommentare tatsächlich. Die meisten Kommentare sind total lieb. Ich meine, es muss ja nicht alles mit Juhu, Hurra, alles super, alles perfekt, du bist die Beste oder sonst irgendwas sein. Nein, Kritik ist auch vollkommen in Ordnung und willkommen, aber der Ton macht oft die Musik. Und bei manchen ist der Ton auch doch schon ziemlich, ja, rau. Ziemlich harsch, also sage ich mal, also bei manchen denkst du, oha, ne? Als ob die Personen mich tatsächlich so gut kennen würden, nach diesen, was ihr dann zu sehen bekommt, 30 Minuten, 40 Minuten oder sowas, ne? Aus meinem Tag, was ich dann zusammengeschnitten habe, als ob man da draus irgendwie tatsächlich auch wissen könnte, als außenstehende fremde Person, wie ich tatsächlich bin. Und einige denken dann auch, dass die bestimmen dürfen oder einmischen sich dürfen und mir sagen dürfen, was ich dann wie zu tun habe. Gerade jetzt habe ich gestern einen Kommentar gekriegt, du solltest das und dies und jenes. Nö, ich soll gar nichts. Ganz einfach. Habe ich dann auch so ungefähr geantwortet. Und wenn man dann seine Meinung auf solche Kommentare sagt, wie man es sieht, oder ne, einer sagt, du sollst das, ich sage, nö, soll ich nicht, ich mache das so, wie ich das möchte, wie ich das für richtig halte oder so, dann wird man auch noch wieder beschimpft und ja, angegriffen, so nach dem Motto, du bist kritikunfähig und so weiter und so fort. Ne, also das hängt auch ganz davon ab, was man dann sagt, wie man das sagt, weil auch wenn das jetzt geschrieben ist, man kann manchmal wirklich den Ton sehr gut herauslesen. Und bei einigen, nicht viele, aber einige sind tatsächlich so, dass man denkt, oha, ne? Wenn einer in so einem Ton mit mir direkt reden würde, würde es in einem Streit eskalieren wahrscheinlich. Aber so, außerdem in so einem Ton würde niemand dann direkt einem was sagen. Das traut sich keiner so jetzt von Angesicht zu Angesicht jemanden sowas in so einem Ton ins Gesicht zu klatschen. Aber in der Anonymität, ne, des Netzes darf man das anscheinend. Und ich bin auch noch froh, so muss ich sagen, dass es auf meinem Kanal nicht ganz so schlimm ist. Ich folge ja ganz vielen anderen YouTuberinnen, vor allem, ne, Mädels, auch aus Russland oder hier in Deutschland, russischsprachige, was da sich manche erlauben und wie die dann manchmal dann auf die Mädels losgehen und was sie da jetzt schreiben, da schlackern einem die Ohren. Also ich bin noch wirklich in der glücklichen Lage hier, dass es bei mir nicht ganz so viel vertreten ist, sowas, aber bei vielen. Und das ist das, was mich dann richtig nervt, dass die Leute ungefragt sich teilweise wirklich richtig krass übergriffig einmischen in das Leben. Ich teile oder wir YouTuberinnen teilen mit euch da draußen einen kleinen Teil von unserem Leben. Das bedeutet aber noch lange nicht für mich, ne, dass jemand anderer sich da so einmischen kann. Und einem sagen kann, wie man was dann zu tun hat oder so. Das ist das, was mich nervt. Dass viele das nicht akzeptieren, wie man ist, ne, bei dem, was man tut, wie man was dann zeigt, sondern dass die dann versuchen zu diktieren, irgendwie, wie man zu sein hat. Oder auch meine Kinder. Oder sonst irgendwas. Ich habe schon Kommentare gehabt und da hört für mich der Spaß erst recht auf, wenn irgendeiner irgendwas auf meine Kinder sagt. Ne? Also das geht gar nicht. Da werde ich nicht nur zum Stier, was ich ja bin, sondern zum Löwen. Ne? Also das geht dann gar nicht. Das ist das Nervigste, dass die Leute dann ja anonym wollen. Manche haben nicht mal irgendwie ein Bildchen oder sowas bei ihrem Profil oder so, ne, sondern einfach nur irgendwie ein paar Zahlen, Buchstaben und so weiter. Und dann wird einfach einem an den Kopf geworfen, was man falsch alles macht und wie man das richtig zu machen hat. Das ist das, was mich nervt, am meisten tatsächlich.
Von Manuela kam eine Frage vor ein paar Stunden. Hast du irgendwelche Wünsche? Was möchtest du ändern oder soll alles so bleiben? Die Wünsche sind auf dich bezogen, was du dir für dich wünschst, damit es dir gut geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe irgendwie gar nicht so wirklich Wünsche. Die meisten Wünsche betreffen gar nicht mich, sondern ne, dass meine Kinder gesund bleiben, dass mein Jüngster jetzt gut das letzte Schuljahr abschließt und vernünftige Ausbildung findet, dass Isabel ihre Ausbildung gut durchziehen kann, dass es ihr weiterhin Spaß macht. Also alles betrifft nur meine Familie irgendwie und nicht mich selber. Für mich selber wünsche ich eigentlich, ja, dass die Schmerzen aufhören, aber das ist utopisch, das funktioniert nicht, das wird nicht passieren, weil es einfach Sachen sind, die ja unheilbar sind und da kann man nichts machen. Was ich mir jetzt wünsche, dass die Schmerztherapeutin, bei der ich jetzt Ende Januar Termin habe, irgendwas findet, damit es ein bisschen besser alles zu ertragen ist. Aber ansonsten, was ich mir wünschen würde, aber das ist auch utopisch, das würde niemals funktionieren, das sehe ich direkt irgendwo vor der Haustür quasi. Ein Fitnessstudio aufmachen würde, das nicht zu teuer ist und das ordentlich Kurse hat, dass ich da einfach mal so hingehen kann und das mitmachen kann. Weil alles, was in der Nähe ist, ist ja gar nichts. Hier ist nichts in der Nähe. Das, was ich gerne mitmachen würde, ist viel zu weit weg, um da jetzt einfach mal jeden Tag hinzufahren. Ja. Hier ist von Julia Holt die Frage: Was kochst du Weihnachten oder zu Silvester? Ich schaue dir gerne zu und lerne gerne von dir. Liebe Grüße aus Steiermark und so weiter. Vielen lieben Dank erstmal. Was koche ich denn zu Silvester oder zu Weihnachten? Ich weiß, dass viele von euch da draußen eigentlich schon die Planung abgeschlossen haben, auch schon wahrscheinlich eingekauft haben und so weiter. Ich noch gar nichts. Meistens gibt es bei uns an Weihnachten Pute und Salate, eine Vorsuppe, irgendeine. Letztes Jahr hatte ich eine Paprikacremesuppe. Davor das Jahr hatte meine Mama Babuschkin Soup, also Omas Suppe, gekocht, mitgebracht. Und ich weiß jetzt nicht, welche Suppe ich dieses Jahr koche. Auf jeden Fall Suppe. Dann meistens Pute. Kartoffeln, Soße, Salate und irgendwas zum Nachtisch. Letztes Jahr hatte Mama, was hatte denn Mama mitgebracht für Nachtisch? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe aber schon mal Bratapfelauflauf gemacht oder so, ne, so einen kleinen so Crumble, wie auch immer. Und Kuchen und Kekse, wie immer, ne, zum Tee. Und Silvester gibt es meistens sowas wie Frikadellen. Ofenkäse mit Baguette, auch ein paar diverse Salaten, solche wie Snackplatte mit Gemüse und Dips und Tomate Mozzarella, Käsewürfelchen und so weiter. Also letztes Jahr hatten wir Silvester nur wir und Christians Kumpel Flo, also zu sechst hier gehabt. Da hatten wir Raclette noch gemacht. Was dieses Jahr sein wird, weiß ich nicht so genau. Hängt auch ganz davon ab, wie viele wir dann sind, ob irgendwelche Kumpels von Christian herkommen, ob der Große hier ist, der ganz Große, ne, Manuel oder so, oder vielleicht der Bruder kommt oder irgendwie sowas. Also, wie ihr merkt, stehe ich da so ziemlich auf dem Schlauch noch. Ich muss diese Woche noch unbedingt einkaufen gehen. Hier ist eine interessante Frage, auch von Emilia. Gibt es etwas, was du deinem Ex-Mann sagen möchtest? Ich brauche meine Brille. Ich merke, ich kann auf dem Handy auch nicht mehr einfach so lesen. Es wird anstrengend. Oh, viel besser. Was für ein Wunder. Gibt es etwas, was du deinem Ex-Mann sagen würdest? Hast du ihn jemals wieder gesehen und weißt du, wie er heute lebt? Zu der Frage, ob ich weiß, wie und wo und ob er, ne, wo lebt? Keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, nein, ich habe ihn seit der Scheidung vor über 23 Jahren nicht mehr gesehen.
Habe auch kein Bedürfnis danach, ihn zu sehen. Vor einigen Jahren, da waren die Kinder noch klein, hat er mich, meine Mama, meine Schwester, meinen Bruder auf einer Klassniki gefunden, das ist russisches Facebook, und hat uns da erstmal eine Zeit lang gestalkt und dann noch was geschrieben und so weiter. Da mussten wir eingreifen und haben ihn dann auch überall blockiert. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo er ist, was er macht, ob er überhaupt noch in Deutschland lebt oder was auch immer. Nee, hat mich auch nie wirklich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sagen würde ich ihm jetzt auch nichts. Habe ich auch kein Bedürfnis, muss ich ehrlich sagen. Damals hat er mir mein Leben für eine kurze Zeit zerstört gehabt, aber wiederum hätte diese Passage in meinem Leben nicht gegeben, hätte ich meinen Ältesten nicht gehabt, ne, und meinen Erstgeborenen. Also ich denke mal, alles, was Gott macht, hat schon einen Sinn. Es war wohl so für mich vorbestimmt, geplant, dass mein Leben so verläuft. Ich denke mal, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich auch meinen Schatz nicht kennengelernt und so weiter. Also ja, ich habe vieles erlebt, auch seinetwegen, einiges durchlitten, aber ich bin glücklich so, wie es jetzt ist und irgendwie ihn zu sehen, zu hören oder sonst irgendwas, brauche ich nicht. Muss ich nicht haben. Und auch der Große hat damals, als er erfahren hat, irgendwann mal mit 9 oder so, mussten wir ihm das sagen, weil er dann ja gemerkt hat, komisch. Drei Geschwister, alle haben blaue Augen, Mama, Papa haben blaue Augen, ich habe braune Augen. Wie kommt das denn? Mussten wir das Kind ja damals aufklären, dass er. Und dann irgendwann mal kam, als mein Ex uns da gefunden hat, habe ich ihn gewarnt, falls einer, ne, der so aussieht wie du ungefähr, an der Schule steht oder so, nicht mitgehen oder sonst irgendwas, ne, Bescheid gleich sagen und so. Und dann haben wir das gesagt, wer das dann ist und so. Und er meinte, jo, nö. Wie er sich damit fühlt auch. Und er hat damals gesagt, ich habe einen Papa und das ist der Papa, ne, Dirk. Er braucht keinen anderen. Der hat auch nie irgendwie ja, angesprochen, Wunsch geäußert, ihn mal kennenzulernen oder so. So, weiter geht's. Womit könnte man dich kränken? Womit könnte man dich glücklich machen? Wieder Emilia. Womit könnte man mich kränken? Naja, eben mit sowas, was ich vorhin schon erwähnt habe, wegen, ne, in den Kommentaren oder auch so, Lügen über mich erzählen, ja, Unwahrheit. Also ich bin so ein Mensch, angelogen zu werden, ist no go. Und wenn irgendjemand über mich so mal lästert irgendwo und ne, irgendwie so mich auch angreift in die Richtung, ne, du bist so und so und das wäre ja tatsächlich, damit könnte man mich kränken. Und glücklich machen? Weiß ich gar nicht. In welche Sa wie das jetzt gemeint ist, meine mit Worten. Fällt mir gerade nichts ein. Also ihr merkt, ich habe mich auch nicht vorbereitet. Die Kommentare sind gerade erst alle so nach und nach gekommen. Beantworte das jetzt einfach so direkt, wie es gekommen ist, ne? Ohne vorher mich jetzt irgendwie längere Zeit drauf vorzubereiten, damit zu befassen. So. Welches Gericht ist schon mal richtig schief gegangen, dass man es nicht mehr essen konnte? Hey, das ist interessant. Das passiert so gut wie nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt auch nicht als Lob oder sowas, ne, Eigenlob gedacht oder so, sondern es ist tatsächlich so, dass es bis jetzt, mir fällt nicht mal was ein. Ich weiß, am Anfang, als ich noch jung war, habe ich schon manchmal was,
leicht verdorben gehabt, ne, angebrannt oder sonst was, dass man, ja, einmal habe ich richtig Ploff anbrennen lassen. Da konnte man nichts mehr essen, nicht mehr essen, musste ich einfach wegschmeißen. Das ist einfach, die Kinder waren noch klein, haben mich abgelenkt, richtig abgelenkt, irgendwie hier Remedemien gewesen. Und ja, Reis, Fleisch, Gemüse, ne? Wenn Reis anbrennt, dann ist aber Prost Mahlzeit, ne? Und da musste ich mit Topf zusammen einfach in den Müll schmeißen. Aber sonst ist das eigentlich nie der Fall. Meistens kann ich, wenn irgendwas mal schief gehen sollte, das doch irgendwie noch retten. Aber tatsächlich passiert das eigentlich nie. Was macht Manuel an Weihnachten? Ist er immer bei euch an Weihnachten? Hey, ja, gute Frage. Was macht Manuel an Weihnachten? Keine Ahnung. Eigentlich wollte er schon längst hier sein. Er hat irgendwann mal im November geschrieben, sich gemeldet. Ja, ich regle hier alles so November und dann komme ich im Dezember vielleicht über ein paar Wochen zu euch. Jetzt haben wir die letzte Vorweihnachtswoche und er ist nicht gekommen. Es hat sich da irgendwas geändert. Dann hat er geschrieben, ich versuche zu Weihnachten zu kommen. Jetzt habe ich nichts mehr gehört. Christian hat mir aber gestern oder vorgestern erzählt, dass Manuel irgendwie, die Geschwister kommunizieren ja auch untereinander logischerweise, hat wohl erwähnt, dass er versucht, Mittwoch zu kommen. Wir lassen uns überraschen. Ich habe keine Ahnung. Letztes Jahr Weihnachten war er nicht da. Oder? Nein, er war nicht da. Er war bei Sarahs Familie. Jetzt hat er sich ja von Sarah schon längere Zeit getrennt. Geplant war das von ihm, dass er herkommt. Davor die Jahre war er tatsächlich immer hier. Aber was er jetzt dieses Jahr macht, wann er kommt, ob er kommt, ich habe keine Ahnung. Das ist bei uns, ich muss ehrlich sagen, was das angeht, immer Überraschung. Kommt er nicht, wann er kommt und so weiter. Bis jetzt habe ich absolut nichts irgendwie richtig mit Hand und Fuß sozusagen zu hören bekommen. Was hat dich aus deiner Kindheit am meisten geprägt? Was hat mich geprägt? Wahrscheinlich, dass ich die aller Älteste bin. Ich bin nun tatsächlich die allerälteste Enkeltochter meiner Großeltern. Auf beiden Seiten, väterlicherseits, mütterlicherseits, egal wo man hinguckt, ich bin die Älteste. Und das hatte sehr, sehr viel Auswirkungen auf mein Leben. Ich musste sehr, sehr viel schon arbeiten, machen, mithelfen im Haushalt, bei meinen Geschwistern und Cousinen, Cousins und so weiter, Aufzucht, sage ich mal, ne? Kühe melken auch, ne? Im Garten ordentlich mitarbeiten und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht die Älteste wäre, würde mein Leben auch ein bisschen anders verlaufen. Das war das. Und auch eben zum Teil tatsächlich unsere Armut. Wir waren wirklich arm, wir hatten kaum was. Wenn wir nicht unseren Garten und Kühe und Hühner hätten, hätten wir wahrscheinlich gar nicht überleben können. Das ist schon sehr, sehr prägend, muss ich sagen. Aber das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und eben dieses Anpacken, Arbeiten können und nicht erwarten, dass jemand das für dich tut, sondern alles dann selber machen, das kommt, glaube ich, auch davon. Was macht für dich eine gute Freundschaft aus? Weiß ich jetzt gar nicht. Dass man füreinander da ist und miteinander reden kann. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Und dass man sich gegenseitig nicht fallen lässt, nur weil man sich vielleicht eine Zeit lang aus den Augen verloren hat, durch, keine Ahnung, Entfernung, äußeren Umstände wie Corona und so weiter.
Wahrscheinlich habe ich deswegen auch nicht wirklich so enge Freundinnen, Freunde. Jetzt so mittlerweile mit der Zeit so entwickeln sich ein paar neue Freundschaften, aber eine Zeit lang war ich komplett alleine. Ne, ihr schreibt mir immer wieder, geht doch mit einer Freundin essen oder ins Kino oder sonst was. Woher nehmen wir nicht Stellen? Wenn man niemanden hat, mit dem man das machen kann, kann man das auch nicht machen. Hast du alle Geschenke beisammen? Wie sieht so ein Weihnachtsfest bei euch aus? Singt und betet ihr? Geschenke? ja, wir haben gerade mit Dirk was bestellt. Ja. Für Isi und Rafi. Für uns selber schenken wir uns gar nichts. Wir haben uns gerade erst einen Wunsch erfüllt und das niegelnagelneue Wohnzimmer gekauft. Also nur für die Kinder. Für meinen Neffen habe ich auch was bestellt, kommt die Tage. Für meine Nichte liegt schon was da. Und wir Erwachsene, ich habe zwar jetzt was Handgearbeitetes für meine Mutter bei einer Schwester in der Gemeinde bestellt. Für meine Schwester wahrscheinlich auch, werde ich gleich anrufen und sagen. Aber ansonsten, nö, noch ist das einzige Geschenk, was tatsächlich schon da liegt, ist für meine Nichte. Alles andere kommt noch diese Woche jetzt. Und wie läuft das bei uns ab? Nein. Mittlerweile, wo die Kinder so groß sind, singen wir nicht mehr oder so. Es kommen ja alle zusammen. Wir sitzen, trinken Tee, essen Abendessen, tauschen halt Geschenke aus oder die Kinder finden ihre Geschenke unterm Baum, machen die auf und dann ja reden, quatschen, eventuell irgendwas gucken. Mehr ist das nicht. Moment. Wie würde für dich das perfekte Date mit deinem Mann aussehen? Das perfekte Date. Keine Ahnung. Wir hatten ja einen. So in der Hinsicht. Also, ist das ein Date, wenn wir einfach mal zu zweit ins Thermalbad gehen? Oder ins Kino? Also früher war das perfekte Date, wenn wir das überhaupt hinkriegen, dass jemand die Kinder übernimmt und wir für 2 Stündchen irgendwie ja tatsächlich ins Kino gehen, einmal im Jahr oder ins Thermalbad. Heutzutage machen wir schon sehr viel zusammen, zu zweit, nur weil die Kinder eben schon groß sind und nicht andauernd an der Backe kleben. Da gehen wir einfach auch mal shoppen, einkaufen, fahren in eine andere Stadt einkaufen, wo wir sonst nicht sind. Oder wie gestern, okay, da hatten wir so ein Doppeldate, kann man sagen, war auch total spontan, ne, mit Gabi und Thomas. War super, also kann man eigentlich auch als perfekte Date abhaken. Letztens waren wir irgendwann mal im Thermalbad, haben dann uns auch Käffchen im Café da im Thermalbad gegönnt. Einfach mal Zeit zusammen. Und manchmal ist das so, dass wir nicht mal großartig irgendwie groß miteinander reden, sondern einfach nur nebeneinander schwimmen, auf der Blubberliege liegen. Und das war's dann. Und das reicht vollkommen aus. Welches Outfit würdest du auf einer Weihnachtsfeier anziehen? Ich war noch nie auf einer Weihnachtsfeier. Oder nicht in den letzten 20 Jahren. Keine Ahnung. Zu Hause ziehe ich irgendwas an, manchmal ein Kleid, was gerade da ist. Also ich kaufe mir jetzt nicht extra irgendwas nur für Weihnachten. Einfach das, was momentan ist, ist sowieso das, was gerade noch passt. Was im Schrank hängt, was einigermaßen aussieht. Also ich habe mir schon sehr lange nichts extra für Weihnachten gekauft oder so. Es gibt einfach nur eben kleine Weihnachtsfeier im Familienkreis. Mehr haben wir nicht. Deswegen stellt sich die Frage bei mir eigentlich gar nicht. So.
Hier ist von Martina eine Frage. Wie feiert ihr Silvester? Also, was gibt's zu essen und knallt ihr auch? Also, was wir jetzt zu essen machen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ja, wir knallen. Zerreißt mich gerne von mir aus dafür in der Luft oder wie auch immer. Aber wir knallen. Nicht viel, sind nur ein paar Sachen, weil der Kram einfach super teuer ist. Aber ein paar Raketen, wenn es jetzt, ne, letztes Jahr war das ja wieder erlaubt, haben die Kinder sich tierisch darüber gefreut. Isi hat von ihrem BAföG, Christian hat von seinem Lohn, Raffi sogar von seinem Taschengeld ein bisschen noch was gekauft. Und wir haben ein paar kleine Raketen gekauft und so. Ja. Einmal im Jahr machen wir das tatsächlich, wir knallen. Wenn es erlaubt ist, wenn es geht, wird auch Feuerwerk gekauft. Und dann stehen wir auf der Terrasse und gucken, was um uns herum noch passiert, über dem Dorf da hinten, wie das alles leuchtet und Krachbumm macht und so weiter. Ja, zum Glück ist das ja jeder seine eigene Entscheidung, was und wie. Und wir kaufen auch Feuerwerk. Ja, wie oft gehst du Kleidung shoppen? Machst du mal einen Haul? Sehr selten. Alles, was ich bis jetzt tatsächlich mal gekauft habe, habe ich euch auch gezeigt. Sowas wie Fashion Haul gibt es bei mir tatsächlich sehr, sehr selten. Vielleicht einmal, zweimal im Jahr, wenn es jetzt mehr als nur zwei Klamottchen sind, ne, die ich dann mal kaufe. Ansonsten zeige ich das so zwischendurch oder im regulären Mischhaul oder so. Ich kaufe sehr selten Klamotten für mich. Für mich erst recht sehr selten. Mal für die Kinder was zwischendurch oder so. Aber ich hatte jetzt Anfang Sommer mit Sommerkleidern von Kleidern von Shein euch einen Haul gezeigt. Dann hatte ich letztens irgendwann mal was bei Taco und so weiter. Dieses Teil habe ich ja erst vor 2 Wochen oder so gekauft. Finde ich ganz schön. Diese Tannengrün gefällt mir ganz gut. Ja, ich kaufe sehr, sehr selten Kleidung. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, irgendwann mal demnächst, wenn es dann soweit ist, gibt's einen Mutter-Tochter-Haul, also Fashion-Haul, weil wir da eine Kooperation in Aussicht haben. Jawohl. Wie würdest du dich als Mensch beschreiben? Interessante Frage. Wie würde ich mich als Mensch beschreiben? Ich bin friedenssuchend, liebend. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn es halt Unruhe und meine in der Beziehung, egal wer, Kinder, Mann, Eltern, wie auch immer, wenn es da irgendwie Streit oder ne, Stress gibt, ich suche immer Frieden. Ich versuche dann alles. Auch wenn es dann manchmal bedeutet, dass ich mich zurückstelle, oder meistens bedeutet das, dass ich mich zurückstelle und meine Interessen, Bedürfnisse irgendwie, ne? Aber für mich ist Frieden sehr wichtig in meiner Umgebung. Dann, ja, ich bin pünktlich, sehr pünktlich, meistens. Und wenn ich dann unpünktlich bin, dann liegt das nicht an mir, sondern an irgendwelchen äußeren Umständen wie Stau, Unfall, keine Ahnung, Kind kommt nicht in die Hufe und so weiter. Ich bin sehr pünktlich. Ich kann Unpünktlichkeit nicht leiden. Ich kann auch Verlogenheit und sowas nicht leiden. Ich bin ehrlich und ich würde behaupten, ich bin ein netter Mensch, oder? Ich weiß es nicht. Also ich versuche es wenigstens immer zu sein. Freundlich ist auch, ich bin auch nicht so, ich sag mal, hypersensibel. Das ist tatsächlich eine Diagnose, die mir gestellt wurde. Bei der Kur damals, Mutter-Kind-Kur und danach auch schon mal bei einem Psychologen. Hypersensibel trifft
wirklich wie die Faust aufs Auge. Das ist Christian auch, meine Tochter Isabel auch. Aber das haben die dann auch von mir. Ich bin tatsächlich hypersensibel. Ich nehme alles viel zu sehr zu Herzen. Das heißt, ich bin sehr, sehr empfindlich, was das alles so angeht, ne? Wenn der Ton zu rau ist oder sowas. Und ansonsten ist es sehr schwer. Ich würde lieber wissen, wie ihr mich beschreiben würdet, von dem, was ihr so zu sehen bekommt. Aber ich würde sagen, ich bin schon fleißig. Ja, die Kinderärztin von meinen Kindern hat gesagt, ich bin auf jeden Fall hyperaktiv, ne? Also Christian hat nicht umsonst ADHS. Von irgendjemandem muss er das ja haben. Die hat mir damals gesagt, auf meine Frage, woher hat er das denn? Hat sie mich ganz komisch angeguckt und meinte, was meinst du, wie du mit vier Kindern klarkommst? Du hast auch ADHS und so, ne? Ja, aktiv, lebhaft, tatsächlich sehr temperamentvoll. Und ansonsten weiß ich nicht. Sagt ihr doch, was ihr denkt. Nächste Frage ist: Erkennen dich Leute auf der Straße und darf man dich ansprechen? Na klar, dürft ihr mich ansprechen, Leute. Ich habe letztens mit jemandem hier darüber geschrieben und geschimpft. Ich wurde dann geschrieben: Hey, ich habe dich bei Kaufland gesehen, habe aber mich nicht getraut, dich anzusprechen. Macht das! Ich freue mich riesig, wenn einer mich mal anspricht. Ich wurde bis jetzt in den 5,5 Jahren nur wenige Male angesprochen. Zweimal? Dreimal? Dreimal, glaube ich. Ich sehe manchmal den Gesichtern der Menschen an, dass sie mich erkennen, dass sie mich von irgendwoher halt kennen, ne? Weil die Leute mich dann immer wieder angucken und mal auch lächeln oder so. Letztens gerade, gestern. Aber irgendwie trauen sich die Leute nicht, mich anzusprechen. Das würde mich so sehr freuen, wenn ihr das tun würdet, wenn ihr mich ansprechen würdet und sagen würdet, hey, schön dich zu treffen oder so, ne? Ich würde gerne mal auch Gesichter zu den Kommentaren haben, zu den Leuten, die mich gucken und so. Ja gut, ihr seid über 3000 da draußen, die mich gucken, die mich abonniert haben, aber wenigstens ein paar von euch, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich ansprecht. Das passiert viel zu selten, finde ich. Es ist schade, dass die Leute mich erkennen, aber nicht ansprechen. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ja gut, ich kenne viel, einige von euch tatsächlich persönlich, weil aus der Gemeinde gucken mich viele und so weiter. Aber das zählt ja nicht, ne? Die kennen mich dann auch schon lange. Aber von denen, die mich nicht privat, persönlich schon länger kennen, und wenn ihr mich irgendwo seht und erkennt, sprecht mich an. Ich würde mich richtig freuen, euch kennenzulernen, mit euch zu sprechen, euch auch mal zu drücken oder so. Also macht das. Die Emilia schreibt hier, sorry für die vielen Fragen vor 3 Minuten. No, ist 2023 etwas in Erfüllung gegangen, das du dir gewünscht hast? Ja klar. Steht alles nebenan. Ich habe mir das schon länger gewünscht, dass wir endlich mal unser Wohnzimmer renovieren und ein paar neue Möbeln kaufen und so. Und das ist in Erfüllung gegangen. Und darüber freue ich mich riesig jeden Tag, jedes Mal, wenn ich ins Wohnzimmer komme und diese schönen hellen Möbeln sehe und das neue riesige Sofa und alles, geht mein Herz auf und ich freue mich und bin richtig dankbar. Auch meinem Mann vor allem, dass er das ermöglicht hat, dass wir ein neues Wohnzimmer haben. Das ist in Erfüllung gegangen. Also kann ich das eigentlich mit einem riesengroßen, freudigen Ja beantworten. Dein Lieblingswort auf Russisch? Sehr gute Frage. Gibt es eigentlich gar keins? Also, ich schimpfe, also hier versteht sowieso kein Mensch, ne? Was ich hier so, ne, wenn ich mal was sage, ich bin die Einzige in der Familie, die Russisch kann oder versteht. Fluchen tue ich nicht, ne, in diesem dreistöckigen, unübersetzbaren Russischen. Das ist für mich ein No-Go. Und ansonsten,
Ich sage, meine Kinder verstehen das. Dotschinka, Sinatschka, ne, das heißt Töchterchen, Söhnchen. Das sind wahrscheinlich meine Lieblingswörter, aber auch, weil ich die zu meinen Lieblingsmenschen sage. Zu meinen Kindern. Hast du auch schon mal Freundschaften beendet? Ich von mir aus? Nein. Ich sag mal, so richtig mit Absicht? Nein. Natürlich sind Freundschaften zu Ende gegangen. Damals, als wir vor 27 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland gegangen sind. Wir sind noch eine Zeit lang mit ein paar Mädels aus meiner Klasse oder aus meinem Kurs auf dem College in Kontakt geblieben, haben uns geschrieben, aber das hat sich dann einfach zu umständlich gestaltet. Damals gab es ja sowas wie, ne, nicht. Ich habe da einen Stapel Briefe, tatsächlich richtige handgeschriebene Briefe aus Russland und Kasachstan. Und hier in Deutschland. Also von mir aus, nein. Ich wurde fallen gelassen, das ja, tatsächlich, mehrmals schon in letzter Zeit. Also, bei ein paar hat es sich einfach so ergeben, dass man sich, wo die Kinder jetzt größer geworden sind, vor allem auch in der Corona-Zeit. Durch die Corona-Zeit hat man sich auseinandergelebt, mehr oder weniger, weil man sich halt so gut wie nie gesehen hat. Ne, meine zwei Freundinnen hier im Dorf, wenn man sich sieht, unterhält man sich natürlich, man drückt sich auch und so weiter und so fort. Aber sowas wie es früher war, dass man einfach mal spontan sich gegenseitig besucht hat oder irgendwas unternommen hat oder so, das ist nicht mehr. Und auch Online-Freundschaften, also mal, wurden mir gekündigt. Eine komplett ohne Vorwarnung, einfach nur zack, und die Person reagiert nicht mehr auf Nachrichten, Anrufe oder sonst irgendwas. Und ja, Nummer gewechselt und so weiter. Warum? Da kann ich auch nicht wirklich erklären. Aber das, also von meiner Seite habe ich das noch nie so wirklich gemacht. So, jetzt gucke ich noch mal, ob in den letzten paar Minuten, während ich hier mit euch quatsche, ein paar neue Nachrichten gekommen sind, neue Fragen. Und wenn nicht, dann war es das, glaube ich, auch. Nein, anscheinend nicht. Ich gucke noch mal auf. Entschuldigt mich mal bitte, ich muss einmal auf Dings hier gehen und gucken unter dem Post, ob da irgendwie noch was gekommen ist, was ich noch nicht beantwortet habe. Ob Emilia neue Fragen gestellt hat. Ach so, die Frage habe ich noch gar nicht beantwortet. Hat dein Mann schon mal für dich gekocht? Also nur für mich? Nein. Nein, das nicht. Weil du. Ich bin nun nie alleine hier mit meinem Mann. Aber er musste schon tatsächlich für die ganze Familie kochen, das ist klar. Es gab schon mal, aber meistens lag das dann daran, dass ich einfach nicht in der Lage dazu war, dadurch, dass ich krank war. Wie zum Beispiel vor 2 Jahren. Ist das jetzt 2 Jahre her? Tatsächlich ist schon 2 Jahre her. Wisst ihr noch, wo ich nach Hamburg musste zu einer Untersuchung, zu einer stationären Untersuchung und danach am nächsten Tag aus dem Krankenhaus raus und gleich einen Busunfall hatte und wieder ins Krankenhaus musste. Danach konnte ich zu Hause, als er mich abgeholt hat, dann einen Tag später, mehrere Tage mich nicht bewegen, konnte weder kochen noch sonst irgendwas. Ich konnte nicht mal richtig atmen vor Schmerzen. Da musste Dirk auch kochen. Oder auch mal früher noch, wenn ich rede, mal tatsächlich, es ist sehr selten, es kommt ja sehr, sehr selten vor, dass ich so krank bin, dass ich gar nichts kann. Dann musste auch mein Mann kochen. Und jetzt doch einmal nicht gekocht, aber gebacken. Das war damals, als wir uns kennengelernt haben. Ihr könnt gerne nachgucken, Videoreihe, das war einmal, da erzähle ich genau, wie wir uns kennengelernt haben. Und das erste Mal, als er mich dann mit Manuel
in dieses Haus eingeladen hat, da kannten wir uns nur 2 Wochen, da ist er, ich hatte noch keinen Führerschein, gar nichts, habe dann 25 Kilometer weiter weg gewohnt, mehr sogar 30, glaube ich. Da hat er mich mit Manuel abgeholt und hierher in sein Haus gebracht, um zu zeigen, ne, wo er wohnt, was er hier so hat und so weiter. Und da hat er tatsächlich vorher einen Butterkuchen gebacken, Hefeteig und so weiter. Und hat nur mich dann hier mit Tee und Kuchen sozusagen verwöhnt. Ja, das fand ich total süß. Also das hat da bis dahin noch nie einer gemacht gehabt für mich. Das, da hat er dann auch gleich Pluspunkte gesammelt, dass er so umsichtig und umsorglich, fürsorglich ist und so. Ja, aber so nur für mich gekocht, nein. Das Kochen mal übernommen für uns alle, weil ich halb tot dann war, lag hier, ne? Das schon, aber nur für mich nicht. So, ihr Lieben, das war's dann. Das Video wird super lang. Ich sehe gerade, das wird garantiert mindestens 40, 45 Minuten sein. Aber das ist dann halt so. Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Ich habe jetzt alle Fragen, die bis jetzt eingegangen sind, auch beantwortet. Tatsächlich alle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, immer her damit. Immer her damit. Ich schreibe mir die dann alle raus auf einen Zettel und mache dann irgendwann mal demnächst auch ein Video oder neues Video mit Fragen und Antworten. Das macht mir immer viel Freude. Ich höre aber gerade, dass in der Küche was klappert. Das heißt, meine Familie hat schon die Suppe reingeholt und macht sie warm. Das heißt, wir essen gleich. Ja. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen eine super, super schöne neue Woche, die letzte Vorweihnachtswoche. Dass es nicht zu stressig wird, auch für mich. Ich drücke mal die Daumen. Und ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.